Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja, heute mal wieder Strand der Uralten, erstmal hier das Umstellen. Was hat sich geändert? Ja, ihr seht, ich habe T6, ne, passt schön zu Empower Ziels. Hat sich da was geändert? Ja, ich habe den selbstlosen Heiler wieder drin, denn ich habe mittlerweile so viel Haste, denn ich habe das Trinket drinne. Und ich habe den noch ausgetauscht. Hatte ich noch irgendwas zum letzten Mal? Ich glaube nicht. Fakt ist halt, ich habe self-buffed, beziehungsweise ja, also ohne Kampfrausch komme ich auf 78,8 irgendwas Prozent. Extrem viel und eigentlich auch überhaupt nicht wirklich so toll, aber es spielt sich einfach extrem geil. Ich habe das richtig, ich glaube den Kreuzfeuerschuss habe ich auf 2,7 Sekunden oder irgend sowas runter, wenn noch das, also mit Brock von der Waffenverzauber, ne, war das Kriegs- und Clans. Es ist einfach Fun, ne, also es ist nicht irgendwie um erfolgreich irgendwo zu spielen, dafür müsste man das anders spielen, aber also mehr auf Vielseitigkeit, mehr auf Mastery, aber es spielt sich hier viel lustig. Gut. Ja, Moment, ich mache ja immer noch meine Weiterbildung, die geht noch bis Ende Januar, Anfang Februar. Ich habe im Moment Schwierigkeiten mit den Aufnahmen ein bisschen hinterherzukommen. Also nicht wundern, wenn das eine oder das andere Video dann um einen Tag oder so verschoben wird, weil es ist im Moment, trotz allem, dass ich eigentlich relativ früh zu Hause bin, in manchen Fällen eigentlich nur, ist es halt irgendwie trotzdem schwierig, dann noch die Zeit für die Aufnahmen zu haben, denn ich muss auch irgendwann mal ins Bett. Ich kann halt nicht mehr bis mitten in die Nacht da zocken und dann irgendwann mittags aufstehen, das funktioniert halt nicht. Ja, natürlich. Das muss ich jetzt nicht verstehen, wie er das gemacht hat. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Ja, 3 Millionen Chaos Balls. Ach, da hinten. Du blöder Hund, na komm mal her. Das treiben wir dir mal aus. First Blood. Travel haben wir noch weg. Killing Spree. Krieger. Double kill. Und mal Damage Buff. Da ist ja noch so ein Kandidat. Ja. Den können wir heilen, den können wir töten. Rampage. Oh, das ist natürlich toll. Den stunnen wir einfach. Feigling. Bist du nicht bescheuert oder was? Ha, du gehst nicht weg. You will die. Ey, ist aber diese Leckerei-Scheiße hier. Ich kann ja niemanden angreifen. So, der Hexer ist fort. Da ist nix. Oh, da kommen wir so. Gehen wir mal hin, ne? Ist alles richtig sortiert. Ist das ein Holy? Ja, ist ein Holy. Töten wir ihn einfach. Den können wir heilen. Niedlich, das bringt gegen Red nicht viel, gegen Pally nicht viel. Den können wir heilen. Ach ja, genau, Heals, ich hab, Empower, ich hab die deswegen drin, weil meine Heilung ist, ich hab hier 0,9 Sekunden Heal. Und wenn ich dann ein Stack hab, kann ich den schon sauschnell raushauen. Mit dem zweiten, ja, oh, Spinner. Im zweiten Stack kann man eigentlich, kann es kein normaler Spieler normal so nicht kicken. Ah, da spinnt jemand. Kann ich auch. Ist bei mir, glaube ich, ein bisschen effektiver. Ja, ich glaube, du lässt mal den. Gehst lieber in Ruhe. Unstoppable. Dich töte ich auch so. Dann. Godlike. Genau. Double kill. Godlike passt zum Paladin. Ach ja, apropos Godlike, genau. Oder?
ja, gut, Legion ist die Information zur Legion, etc. sind jetzt schon eine Weile raus. Ich habe nicht vor, da irgendwie großen Video zu machen, weil es gibt A, nicht so extrem viel Information, B, bin ich für sowas eh zu spät, weil ich C, einfach nicht so die Zeit habe, da groß was zu machen. Auch zum Paladin nicht. Das, man sieht, diejenigen, die im Paladin, im offiziellen Paladin-Forum aktiv sind, wissen, dass es ist einfach sinnlos, da jetzt groß sich irgendwie Gedanken zu machen. Man kann mal über das ein, oh, die Map ist aus, über das eine oder andere spekulieren und so weiter, aber das sollte man im Rahmen machen. Spätestens wenn man im MMO-Champion im Forum guckt, das sind die Leute nur am Jammern, Heulen und so weiter, haben aber nur eine Handvoll Informationen von dem Ganzen, was weiß ich, vielleicht gerade mal 10% von dem Ganzen, was den Paladin betrifft. Also jetzt in allen Bereichen und es ist also alles Specs und das ist einfach lächerlich. Genauso wie der da, das ist... Ja, da muss ich nicht hin, da ist ein Hexer, der durchdrehen will. Cool, wir könnten sie mal... Ey, du sollst eigentlich kaputt sein. Na, kommst du her, DK? Deswegen werde ich da von meiner Seite auch so nichts groß dazu sagen. Ich werde da im Forum das eine oder andere schreiben und damit ist gut. Boah, es ist alles andere ist einfach Quatsch. Macht nur bedingt Sinn. Da ist die Bubble an, den stunnen wir mal. Mal eh stunnen. Der ist der nächste. Gehst nirgendwo hin. Und ja, es ist halt einfach Quatsch, da groß zu groß sowas drüber zu. Ja, spiegeliert und so. Ja, es ist gerade schwierig zu konzentrieren und so weiter. Habe ich immer noch nicht so drauf. Was hat der davor? Der haut ab. Deswegen kommt es von meiner Seite da halt nichts. Klar, wenn natürlich Fragen sind und so weiter, wie ich das sehe, kriegt ihr dann natürlich auch Antworten, aber die werden in der Regel relativ spärlich ausfallen. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ruhig in die Kommentare damit, beziehungsweise da ist es vielleicht auch besser, ihr fragt dann auf Twitter, da geht das dann. Meistens, da kann es dann jeder so direkt lesen. Und da bin ich dann doch etwas aktiver. Weil die Schulung halt manchmal ein bisschen langweilig ist. Und dann, naja. Wo sind die jetzt? Na. Ah. Aber wir jetzt mal hier wieder weiter. Oh, da kommt eine Armada. Wow, wow, wow. Nee, 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 Freunde, so nicht. Einmal der da. Massacre. Hm. Der Krieger ist böse und gemein. Stellen wir ihm ein Bein. Komm, extra kriegst du was hier. Die kriegt einen Stun. Du bist aber mutig. Blöd. Nachbuffen, Siegel wechseln, aufbauen. So. Sit ist zur Reihenfolge. Da drüben ist auch nichts, hä? Die machen irgendwie nichts. Ich habe das Gefühl, die wehren sich kaum. Oder wir sind einfach zu gut. Keine Ahnung. Da will einer Dodge. Nein, nein, nein. Oh, da oben liegen sie. Hier geblieben. Oh, der zimmert den aber ganz schön runter. Nee, oder? Ach, komm her. Du willst mir gut. Tut mir leid, das ist so. Ich könnte jetzt sagen, das ist Reroller, aber. Wir heilen einfach mal den hier. So. Das war. Oh Mann. Also ich mache ja schon bescheuert, das mache ich echt nicht. Na komm her. Das ist jetzt nicht dem sein Ernst. Er ist jetzt nicht raus. Ne, 15, 15, oder? Da ist... Hä? Okay.
Ach, da kommen sie ja schon. Geht doch! Du kommst doch eh nicht weit. Niedlich. Fall ich gegen. Gegen Chaos Boots auch geil. Geil. Das war ja auch massig viel. Kommst dann mal dich mal. Kriegst ein Inline. Stun. So, jetzt hast du keine Funken mehr. Gucken, wie lange das durchhält. Ist ja schon krass, wie man hier die Hämmer schmeißen kann. Die Angriffe allgemein. Du Affe! Meiner! Nein, aber die Bubble! Wie kann man den noch heilen? Hier, Heal. 0,92 mit dem Buff nochmal. Also, das ist schon geil. Wegen der Tempo-Geschichte bei mir. Hier 66,25. Das muss man sich überlegen. Und wenn ich natürlich den Buff noch habe von der Waffenverzauberung, ist das noch bei mir. Also, ich weiß natürlich, ich glaube 78, irgendwas Prozent. Das ist natürlich eigentlich. Also, es ist ordentlich. Es kommt schon Damage rum, ne? So ist es nicht. Also, das sollte man nicht unterschätzen. Aber normalerweise spielt man es ja anders. Ich finde es halt einfach nur lustig mit Selfless Heal. Wenn ich hier 0,9 habe und Selfless Healer, was waren's? 35% weniger Zauberzeit und spätestens ab dem zweiten Stack ist das eigentlich schon fast ein Instant, dass kein normaler Spieler mit einem geringen Ping das kicken kann. Das ist eigentlich fast unmöglich. Ich glaube 0, also wir reden hier von 0,3 Sekunden oder so. Und wer das kickt, es hat entweder extrem gute Reflexe, ist in den seltensten Fällen so extrem gut, oder benutzt meines Erachtens eigentlich eher ein Kickbot. Aber gut. Kickbot ist das Lächerlichste. Aber naja. Lame Spiele gibt's halt überall, ich bin bescheuert. Jetzt habt ihr euch so gedacht. Ach komm, zünden wir mal die Eule, kriegst du einen Heal. Ach Gott, ist der schlecht, der kriegt gar nichts. Was macht der da? Dann okay, der Warrior ist weg. Massacre. Plopp. Da ist also der Warrior. Ach du blöder Hund. Lauf schon schneller. Mach was du willst. Fick dich. Komm, grip, 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 grip. Grip mich. Nee, will ich nicht. Kann? Ach, schade. Spitz wohl. Oh, tschüss. Ja, dann sind wir dich mal weg, mein Freund. Massacre. Das ist der nächste. Da gibt's dich noch.
Ach, dann halt der DK. Irgendeiner muss herhalten. Die stunnen wir. Charge wurde gerade bubbeln. Gut, dann haben wir es überlebt. Das ging aber schnell. Oh, doch ordentlich Schaden rausgehauen. 2 Millionen Heals, eigentlich sogar wenig. Ja gut, das war dann jetzt doch relativ flott, ne? Obwohl, ja gut, okay, ist halt Strand, ne? Wenn man deft und 10 Minuten durchhält, dauert das doch ein bisschen. War aber ganz lustig. Haben wir nicht immer groß Schaden gemacht. Aber das war dann echt... Ja gut, ich habe nicht so viel Mastery. Ja, eben, die Zahlen sind teilweise richtig klein. Judgment hier. Aber es sind halt saumäßig viele Angriffe, ne? Also sollte man nicht unterschätzen, was liegt der Wahrheit hier an 6. Stelle. War nicht schlecht. Naja gut, wie dem auch sei, vielen, vielen herzlichen Dank wieder fürs Zuschauen. Wenn was sollen, dann ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!